Okay, Leute, passt auf. Es ist soweit. Ich zeige euch heute, mit welchen geilen Böllern ihr euren ganzen Frust auf 2021 so richtig in die Luft ballern könnt. Wir probieren es gleich mal aus. Ey, Grete! Böllerverbot? Schon gehört? Ernsthaft jetzt? Dann reden wir halt heute über das Böllerverbot und das ist für manche auch echt eine erstaunlich emotionale Angelegenheit. Für viele war Silvester, denke ich mal, so das letzte gebliebene Highlight des Jahres. Da müssen wir den Leuten jetzt genommen. Bad News für alle Pyro-Fans. Böllern wird wohl auch in diesem Jahr an Silvester verboten sein. Yep, again. Warum das so ist, wie sinnvoll das ist und was das für Menschen in Berlin und Brandenburg bedeutet, darüber sprechen wir in diesem Video. Wieder wollen Bund und Länder den Verkauf von Pyrotechnik zum Jahresende verbieten, so wie auch schon im letzten Jahr. Der Grund ist die Corona-Pandemie. Krankenhäuser sollen nämlich nicht noch zusätzlich belastet werden, denn da fehlen eh schon Pflegekräfte und Betten auf den Stationen. Also aus medizinischer Sicht ist das sehr zu begrüßen. Die Auslastung ist sehr hoch. Insgesamt haben wir gerade 40 Covid-Patienten, davon gut die Hälfte auf einer Intensivstation. Und wir können natürlich sonst einfach kommen wir da einfach wirklich an unsere Kapazitätsgrenze, wenn dann noch zusätzlich so viele Silvesterverletzungen mit dann aufkommen würden. Jedes Jahr verletzen sich Menschen beim Böllern. Einige von ihnen, die kommen dann mit schweren Brandverletzungen ins Unfallkrankenhaus Berlin und werden dann da notoperiert. Ja, ein geiles Silvesterfest stellt man sich anders vor. Übrigens auch das Klinikpersonal. In der letzten Silvesternacht, da wurden 10 Menschen mit Verletzungen durch Böller ins Berliner Unfallkrankenhaus eingeliefert. In den Silvesternächten davor, wo es noch kein Böllerverbot gab, waren es immer mehr als 50. Die meisten schweren Unfälle passieren übrigens, weil Leute mit illegalen Böllern rumhantieren oder sich ihre Pyrotechnik sogar selber bauen. Konkret bedeutet das Feuerwerks- und Böllerverbot, niemand darf Pyrotechnik an Privatpersonen verkaufen. Soweit klar. Nun haben aber manche ja noch den Keller voll mit Böllern und Raketen aus den Vorjahren. Was ist denn dann mit denen? Darf man die dann anzünden? Tja, das entscheiden die Bundesländer. In Berlin, da ist das Böllern genau genommen nur in den Böllerverbotszonen nicht erlaubt. Zum Beispiel am Alex. Punkt Mitternacht gab es kein Halten mehr. Es gibt aber eine Branche, für die bedeutet das Böllerverbot Vollkatastrophe. 3000 Menschen arbeiten bundesweit in der Pyrotechnikindustrie. Ja, und die könnten jetzt insolvent gehen oder arbeitslos werden. Einer von ihnen ist Ingo Schubert. Er ist staatlich geprüfter Pyrotechniker, entwirft Feuerwerkshows und handelt mit Profifeuerwerk. Also die pyrotechnische Industrie macht den Hauptumsatz in den letzten 3 Tagen des Jahres. Aber es ist ja nicht so, dass wir nur diese 3 Tage arbeiten. Wir haben das ganze Jahr über Kosten. Kosten, 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 Mitarbeiter, Transport, Logistik, Reisekosten. Und das muss dann alles mit dem Erlös des Verkaufs an diesen 3 letzten Tagen im Jahr gedeckt werden. So, jetzt bricht uns fast 100% des Umsatzes weg. Und damit stehen große Teile der Branche vor dem Aus. Ja, und als dann letztes Jahr das Verkaufsverbot kam, hat seine Firma Wirtschaftshilfen bekommen. Die haben ihm aber erstmal nicht so wirklich viel genützt. Also ich habe Wirtschaftshilfen bekommen, aber die kamen dann ein halbes Jahr, nachdem ich die Kosten hatte. Und dieses musste ich überbrücken. Ich hatte die ersten 18 Monate Corona waren für mich der absolute Oberhorror, weil ich von Monat zu Monat nicht wusste, ob es weitergeht. Also ich behaupte jetzt mal, ich bin da 5 Jahre gealtert in dieser Zeit. Und ich habe Mitarbeiter, für die ich eine Verantwortung habe. Pyrotechnik ist explosives Gefahrengut. Das heißt, kannst du nicht einfach in irgendeinem handelsüblichen Schuppen aufbewahren, sondern du brauchst eine speziell geprüfte Lagerhalle mit genügend Sicherheitsabstand. Ingo Schubert, der lagert seine Feuerwerkskörper in Grünheide in Brandenburg und von seiner Halle sind es dann auch ein paar hundert Meter bis zur nächsten öffentlichen Straße. Sie sehen, hier ist ein Lager, es ist voll mit Ware. Wenn ich meinen Betrieb aufgeben muss, dann steht da erstmal Pyrotechnik rum. Wo soll denn die dann gelagert werden oder was soll denn damit gemacht werden? Ich brauche eine Befähigung dafür, einen speziellen Schein, dass ich damit auch umgehen darf. Das kann nicht so einfach von einer anderen Firma übernommen werden. Also Sie sehen, auch so eine Firma abzuwickeln, wie auch die Rufe dann immer laut werden, was man so gelesen hat, ja ist doch egal, dann sucht euch doch einen anderen Job. Das geht gar nicht so einfach. Außerdem kann ich keinen Job machen, den ich nicht mit meinem Herzblut mache. HändlerInnen müssen ihre Ware jetzt entweder bis zum nächsten Silvester einlagern oder
vernichten. Für sie kommt das Verbot viel zu kurzfristig. Die Pyrotechnik, die in Deutschland zugelassen ist, wird übrigens nach EU-Richtlinien geprüft und zertifiziert. Das CE-Kennzeichen, das habt ihr bestimmt schon mal irgendwo gesehen. PyrotechnikerInnen warnen jetzt. Wenn die Ware, die ja auf Herz und Nieren geprüft worden ist, jetzt nicht mal verkauft werden darf, dann könnte das ein Problem verschlimmern, das eigentlich vermieden werden soll. Der Verbot des Legalen fördert das Illegale. Also die Polenmärkte, die boomen gerade. Gerade aus Berlin, die fahren mal eben rüber nach Polen, holen sich da die Böller. Und die sind wirklich so unberechenbar. Wenn man da nicht aufpasst, ist halt wirklich ein Finger weg. Denn diese Böller enthalten Blitzknallsatz. Das ist ein hochexplosiver Sprengstoff. Deshalb sind sie auch für private KonsumentInnen in Deutschland illegal. Feuerwerk wird in Deutschland übrigens in 4 Kategorien eingeteilt. Die geben an, wann und an wen man es verkaufen darf. F1, das sind Knallerbsen und Wunderkerzen, die dürfen das ganze Jahr über die Theke gehen. F2, das ist das ganz normale Silvesterfeuerwerk, das darf nur an den letzten 3 Tagen des Jahres verkauft werden. F3, das enthält gefährliche Mengen an diesem Blitzknallsatz, ist also für Leute wie dich und mich gar nicht erst zugelassen. Und F4, das ist das Profifeuerwerk und das gehört auch in die Hände von Profis, so wie Ingo Schubert. Aber es gibt auch noch andere Gründe, die gegen das Böllern sprechen. Wir haben eine massive Luftverschmutzung mit Feinstaub. Also das Umweltbundesamt veröffentlicht jedes Jahr so eine Broschüre, die heißt, wenn die Luft zum Schneiden ist. Und darin schreiben die zum Beispiel auch, dass der Feinstaub an Silvester besonders gefährlich sein könnte. Weil das zum einen so ist, dass die Luft ja sehr trocken ist, typischerweise im Winter. Und das eben noch mehr zu Atemwegsreizungen führen kann. Und zum anderen sind es auch ein bisschen die Verbrennungsprodukte in diesem Feinstaub. Das heißt, es sind Schwefeloxide oder auch teilweise Metalle. Und je nach Konzentration können die eben noch mal vermehrt zu Reizungen führen. Der Bundesverband Pyrotechnik hält dagegen, denn Feinstaub aus Raketen und Böllern sei wasserlöslich und damit gesundheitlich unbedenklich. Die Studie vom Umweltbundesamt und die Studie vom Bundesverband Pyrotechnik, die haben wir euch natürlich, wie all unsere Quellen, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Als feinstaubfreie Alternative zum klassischen Feuerwerk empfiehlt die Deutsche Umwelthilfe Lasershows. Natürlich erst, wenn Corona vorbei ist. Es gibt natürlich die Alternativen, die man in einer Stadt veranstalten kann. Es gibt auch immer mehr Städte, die das tatsächlich auch nutzen, dass man zum Beispiel wie so eine Art Konzert veranstaltet und das eben begleitet mit einer Lasershow oder einer Drohnenshow. Und das ist einfach ein ziemlich beeindruckendes Spektakel, wie ich finde. Also ich habe mir schon mal eine Lasershow angeguckt und auch eine Drohnenshow. Das große Problem ist da aber, dass diese Emotionen einfach überhaupt nicht rüberkommt. Wenn man schon mal ein größeres Feuerwerk gesehen hat, dann hört man oder sieht man irgendwo den Abschuss und man sieht einfach im Himmel, wie sich diese riesige Kugel ausbreitet und überall Farben sind und man einfach diesen Wow-Effekt hat. Also man steht da und denkt so, wow. Es gibt aber auch noch wen, der auf die ganze Böllerei getrost verzichten könnte, nämlich die meisten Vierbeiner. Tatsächlich ist es so, dass Hundebesitzerinnen zu Silvester sehr gut aufpassen müssen. Sobald der erste Böller knallt, versetzt es doch den einen oder anderen Hund in so eine Angst, dass er losrennt, sich losreißt. Feinstaub, verbrannte Finger, jaulende Hunde. Warum böllern wir bei all dem eigentlich überhaupt? Silvester und Neujahr sind ja massive Lebensabschnitte. Die Menschen blicken in die Vergangenheit zurück und sie blicken in die Zukunft voraus. Und zwar in eine Zukunft, die sie teils neugierig erhoffen und gute Wünsche einander wünschen, aber teils auch mit einer gewissen Sorge und mit einer gewissen Angst. Und dieses Wechselspiel von Angst und Hoffnung, von Erleichterung, das wird eigentlich verkörpert durch diese Böllerei. Und dieses Wechselspiel, das ist eigentlich das, was uns immer wieder an Silvester anzieht. Und was denkt ihr denn? Seid ihr für ein böllerfreies Silvester oder dagegen? Und vor allem, welche Argumente haben euch am meisten überzeugt? Schreibt uns das doch mal in die Kommentare und lasst uns gerne ein Abo da. Und wenn ihr Bock habt auf noch weitere Explainer, dann findet ihr hier unsere anderen Videos.